Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Arminia Bielefeld-Karriere hier in FIFA 23. Ja, heute geht's weiter. In der letzten Folge waren wir ja eher nicht so erfolgreich. Ich kann euch das hier mal zeigen. Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage. Und dann das erste Spiel hat man noch gewonnen. Da haben wir die Highlights gespielt, 1-0. Ja, einfach mal irgendwie 10 oder nee, 12 Gegentore in einer Folge kassiert. Ja, ich hoffe, das ändert sich diese Folge. Diese Folge simulieren wir, also gehen wir in die schnelle Simulation gegen Braunschweig. Spielen die Highlights gegen Heidenheim, simulieren gegen Holstein Kiel, spielen gegen Hansa und spielen gegen Kaiserslautern. In der letzten Folge hatten wir Schade und Luca Netz verpflichtet. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr euch die letzte Folge noch nicht reingezogen habt. Monatliches Scouting-Update, schauen wir mal drauf. Leider wieder nur ein Spieler dabei. So, wir holen uns hier nochmal einen zweiten Jugendscout und schicken den mal nach Schweiz. So, wir gehen in die Schnellsimulation gegen Braunschweig. Hier einmal die Aufstellung und der Sieg ist eigentlich Pflicht, Tabellenletzter, 2 zu 1 Sieg, Schade und Okugawa mit dem Tor. So, wir spielen jetzt die Höhepunkte gegen Heidenheim und gehen rein. Erste Chance hier für Heidenheim, direkt ein Freistoß. Und das Gegentor. Endlich mal eine Chance hier für uns. Jetzt kommt da hoffentlich genug Leute mit. Und nicht das Tor. Oh, Elfmeter. Und wir verschießen den Elfmeter, es kann doch nicht wahr sein. Hier haben wir nochmal Okugawa, aber jetzt das Tor. Abpfiff, Endstand 1-1. So, es geht gegen Kiel und wir schnell simulieren wieder ein paar Änderungen. Jekyll und Klimovic habe ich jetzt mal reingepackt. Da gab es schon Beschwerden vom Vorstand, dass die beiden nicht spielen. Ja, sonst wären die Leinen hier abgebrochen. Die sind ja beide ausgeliehen. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Schnellsimulation gegen Kiel. Es wird eine 2-1-Niederlage. Es ist soweit, wir spielen gegen Hansa Rostock. So, es geht los. Anstoß. Und der erste Chance von Hack. Eckball von Rajatkowski. Hier auf Okugawa wieder mit dem Seitfallzieher. Und Freisel ist da. Oh, noch mal kurz vor der Linie gerettet. Und Alves. Abpfiff zur Halbzeit steht es hier 0-0. Und hier haben wir Okugawa mit dem Schuss. Fast das Tor, es gibt Eckball. Noch ein Eckball. Der Schuss und es gibt Elfmeter. Und hier haben wir das 1 zu 0. Lange hat es gedauert. Aber jetzt endlich mal der Treffer von Okugawa. Jetzt hier der Wechsel und jetzt auch hier die nächste Flanke Okugawa. 2 zu 0 hier nach dieser Ecke. Sehr stark von Okugawa gemacht. Direkter Anschlusstreffer. Noch 2 zu 1.
Zieh auf, Okugawa schön durchgespielt. Schuss, drittes Tor von Okugawa, der macht ja echt ein super Spiel. So, wir werden jetzt die nächsten Wechsel ausführen. Einmal hier Prietl gegen Raschatkowski, Alves gegen Klimovic und Hüsing gegen Ramos. Und das jetzt kann jetzt hier gefährlich werden. 3:2. Das passt in die Mitte. Da musste der eigene Keeper vom eigenen Mann den Ball halten. Fast das Eigentor hier. Bloß kein mehr kassieren. Freisel hat den Ball. Und Abpfiff. Ey, 3:2. Fast noch einkassiert. So, ich verbessere jetzt nochmal hier mal ein paar Spielerverträge. Ich versuche mal so ein bisschen die Rolle ein bisschen bessere Rolle einzusetzen. In der Schüko Arena ankommen beim Spiel gegen Kaiserslautern. So, Anstoß, es geht los. Boah. Kaiserslautern, erste gute Chance. 1:0 Kaiserslautern. Es wird hier wieder ganz gefährlich. 2:0. Hier haben wir Alves Latte. Und das müsste das Tor sein, es wird so wichtig. Thiemann las mir der Schuss. 2:1. Fehlpass. Und boah, der war ganz knapp. Abpfiff. Rein in die zweite Halbzeit. So, las mir stark den Ball erobert. Ja, und da kann er natürlich so schnell aufstehen. Jetzt vielleicht wieder die Latte. Wir wechseln nochmal. Ja, in der Verteidigung läuft nicht. Läuft es überhaupt nicht. Hüsing und Netz. Schade gegen Hack. Und Lasme gegen Serra. Oh, gut durchgesteckt. Ah, so schade, schade. Vier zu eins. Hier haben wir Okugawa. Nicht das 4:2. Ah, oh, der Schiri pfeift ab. 4:1 für Kaiserslautern. Ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, sieht es einmal nicht gut aus. Nur 16 Punkte. Und ja, wie ich jetzt auch schon in der letzten Folge gesagt habe, wir wollten eigentlich wieder direkt aufsteigen. Aber bis jetzt sieht es noch gar nicht danach aus. Wir sind das Team mit den meisten Gegentoren. Aber dafür auch eins der Teams mit den meisten Toren. Oder? Ja, 21 Tore. Mit den meisten Toren sind wir auch. Ich glaube, so das fehlt. Oder das drittmeiste Team mit den meisten Toren. Aber Tordifferenz ist trotzdem im Minus. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Folge. Ja, da kann ich das euch auch nochmal hier den Kalender zeigen. In der nächsten Folge spielen wir dann gegen Pauli, Nürnberg, Jahn Regensburg, Hannover und dann direkt nochmal gegen Jahn Regensburg, weil es da schon in der Rückspielrunde anfängt. Ja, da könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben oder auch abstimmen, welche Spiele wir als nächstes spielen sollen. Ja, ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Like, das würde mich auch sehr unterstützen für weitere FIFA 23 Arminia Bielefeld Folgen. Und ja, dann
sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao, ciao.